Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battletoads. Nachdem wir es im letzten Part endlich geschafft haben, irgendwie die Turbo-Tunnel zu überleben, auch wenn ich bis heute selbst keinen blassen Dunst habe, wie. Und ich dieses Level gar nicht kenne und damit auch gar nichts anzufangen weiß, muss ich dennoch sagen, erinnert mich diese Musik ein wenig an Donkey Kong. Das ist ein Exit, dort will ich hin. Nein! Oha. Das Level selbst erinnert mich an Super Mario. World für Super Nintendo. Oh, super! Genau. Stacheln. Ich liebe Stacheln, habe ich das schon mal gesagt? Ich stehe voll drauf, wenn die mir in den Hintern pieksen. Beziehungsweise meine Spielfigur. Ja, genau. Und so irgendwelche Wünsche spielen? Dann nur raus damit. Ja, genau! Super. Also, die sind wieder langsam. Nicht so ganz statistisch wie die anderen. Ach so. Ich verstehe. Sorry, aber für mich persönlich ist dieses Spiel fast unspielbar, ehrlich gesagt. Zumindest ohne Safe States. Selbst mit Safe States empfinde ich es teilweise als die Hölle. Oh. Genau. Guck mal, Freunde, wir müssen nur auswendig lernen. Leichter gesagt als getan. Boah. Oh Mann! Treib's nicht! Geht doch!
Nein, also mein Entschluss steht fest, ich werde das Spiel nicht noch einmal ohne Save States durchspielen. Definitiv nicht. Das ganze Spiel nimmt ja schon fast Ausmaße eines Kaizo Marios hier an, ehrlich. Ohne Witz. Gut, starten wir den Rumpf von vorne. Ich hasse sowas, ehrlich. Nie wieder Battletoads hinterher, ehrlich. Weil ich könnte eine Runde Battletoads und Double Dragons spielen. Das ist, was ich meinte, für ein Super Nintendo. Für ein Game Boy damals. Sorry. Ah, gut, die Aufnahme läuft. Das Mikro läuft. Sehr schön. Leider muss ich ab und zu mal das Mikrofon muten. Ah, hab ich schon gesagt. Ich habe früher Battletoads und Double Dragons auf dem Gameboy gespielt. Dazu auch Tatsache sogar eine ROM da. Ich let's playen könnte. Allerdings ist es mal für den Super Nintendo.
Liebe Trolle, ich weiß ganz genau, was ihr euch in diesem Moment denken werdet. Wie kann einer so schlecht spielen? Ich habe nur einen Gedanken. Liebe Trolle, macht es besser! Der berührt die Stachel ja nicht mal richtig hier. Ich wollte hier schon wieder so rum. Ich wollte schon sagen, wenn der jetzt nicht kommt, dann raste ich jetzt aber langsam aus hier. Na, da ist er ja. Herrlich. Nein, ich werde nicht auf YouTube gucken, wie man es richtig macht. Noch nicht auf mein Video oder sonst wo. Okay. Geschafft. Oh. Also, up and down, round you go. Oh, nein, nicht noch so ein Level, ey. Menschenskinder. Jetzt kommt dieses komische Level. Oh ja. Okay. An der Stelle heißt es mal wieder, vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Lasst mir einen Kommentar da. Teilt dieses Video doch auf den Plattformen hier, auf sozialen Plattformen, also in sozialen Netzwerken. Und fühlt euch doch frei, mich zu abonnieren. Wenn nein,
gebt mir auch ruhig einen Daumen nach unten und sagt mir aber auch, was euch nicht gefallen hat. Seid mal so fair. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder von Let's Play Battletoads in Battlemaniacs.